Das Verkehrsamt war dazu gezwungen, ein 419,99-Meilen-Marker zu installieren, weil das 420-Schild einfach zu häufig gestohlen wurde. Das passiert in den ganzen USA, nur weil die Leute 420 lustig finden. Ist halt die Zahl für Gras. Deshalb haben die angefangen, überall 419,99-Schilder zu installieren. Auch die 69 wird andauernd gestohlen. So häufig sogar, dass das Schild so gut wie immer nicht vorhanden ist. $1000 kostet so ein Schild dem Staat. Und im Schnitt fehlen über 200 solcher Schilder im ganzen Land. Deshalb gibt es dann anstelle der 69 die 68,99.